Herzlich willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute bei uns zu Gast ist einmal mehr Dr. Hans-Joachim Marz. Hans-Joachim ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie, psychosomatische Medizin und Autor vieler erfolgreicher Bücher. Heute spreche ich mit ihm über die langfristigen Folgen und psychischen Auswirkungen der Pandemie und mögliche Lösungen. Diese wichtigen Informationen solltest du auf keinen Fall verpassen. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen, lieber Hans-Joachim. Schön, dich wiederzusehen. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns darüber zu sprechen, was die Pandemiejahre mit unserer Psyche angestellt haben und wie wir besser mit diesen Herausforderungen umgehen können. Okay, hallo. Hallo. Zuerst eine persönliche Frage an dich. Wie hast du denn die letzten 3 Jahre erlebt? Was war so das Schlimmste, was war das Schönste an Erfahrungen, die du gesammelt hast in dieser Zeit? Naja, das Schlimmste war praktisch mitzuerleben, mitzuerleiden, wie sich die Verhältnisse verändern, also die demokratischen Verhältnisse aufgegeben werden. Dann war ich ziemlich schwer Corona erkrankt. Aber ich habe das überstanden, ohne dass ich mich sozusagen in intensivmedizinische Behandlung hätte begeben müssen. Davor hatte ich Angst, weil ich da schon wusste, das ist nicht nur positiv, das kann also auch sehr schädlich sein, weil die Behandlungen eben nicht wirklich optimal waren und bestimmte Behandlungsmethoden vermieden wurden, also was man einnehmen kann. Ich denke an Vitamin D, ich denke an Ivermectin und solche Sachen, ja. Ja, das Schönste ist, dass durch diese Belastung hindurch doch Beziehungen gereift sind oder wieder sich vertieft haben. Menschen, die zusammenhalten, die sich helfen, gerade wenn man krank war oder eben sich abgelehnt, diffamiert gefühlt hat, weil man den Mainstream nicht so unterstützt hat, dass man da einen Zusammenhalt erlebt hat. Also dass das, was ich unter Beziehungskultur verstehe und vertrete, auch tatsächlich gelebt wurde, selbst das leben konnte und erfahren habe. Das war eigentlich das Schönste, ja. Ja, das verstehe ich, ja. Das ist wirklich sehr wertvoll. Jetzt in der Pandemiezeit, steigen wir gleich ein, wurden ja verschiedene Maßnahmen verhängt. Was ganz konkret macht das spezifisch, also diese Maßnahmen in dem Moment mit den Menschen, mit der Psyche, wenn sie damit konfrontiert werden? Also ich spreche jetzt hier von Maske tragen, Abstand halten, sich nicht näher kommen dürfen und die ganze Zeit diese Angst auch zu haben. Was macht das mit den Menschen? Naja, das Wesentliche, das Zentrale, und darüber habe ich mich dann ja auch ausführlich geäußert und mich beschäftigt, ist, dass Menschen Angst hatten, weil ihnen Angst gemacht wurde. Und im Grunde genommen ist das vielleicht die schlimmste Beeinflussung von Menschen, aber auch die gefährlichste, um sie einzuschüchtern und abhängig zu machen. Also die Tatsache, dass permanent von Anfang an Angst geschürt wurde, das war ja medial und politisch ständig präsent, bedrohliche Bilder, bedrohliche Geschichten, alles ganz, ganz schlimm. Und zunächst, ganz am Anfang, klar, wir Menschen haben Angst zu erkranken, uns an einer gefährlichen Erkrankung zu infizieren, dann zu sterben und so weiter. Das hat sehr stark gewirkt. Und dann, als es immer deutlicher wurde, dass an diesem ganzen Narrativ der Pandemie etwas nicht stimmt, ist doch zunehmend eine Spaltung entstanden, also Gegnerschaften. Am Anfang die Befürworter aller Maßnahmen und dann schon die Gegner, die angefangen haben, das ist übertrieben, Lockdown,
Schulschließungen, Kitas schließen. Und dann, als die Impfkampagne immer heißer wurde, ist das vor allen Dingen bezogen auf das Impfen entstanden. Also Impfbefürworter und Impfgegner mit einer Feindseligkeit und einer Gehässigkeit, vor allen Dingen gegen die Ungeimpften, die ich mir nie mehr hätte in unserem Land vorstellen können. Das war für mich ein sehr auffälliges Symptom. Wo kommt das plötzlich her? Dass Menschen, die Gründe haben und das auch vorgetragen haben, warum sie sich nicht impfen lassen wollen, so verfolgt werden, so diffamiert werden. Da war mir klar, hier ist etwas anderes passiert als nur eine Erkrankung, vor der man sich schützen möchte oder schützen soll, sondern da wird offensichtlich ein politischer Wille auch transportiert über das Impfen. Und wenn ich das mal auf eine Formel bringen kann, die dann im Laufe der Zeit für mich immer deutlicher geworden ist, dann ist das Ziel oder der Abbau demokratischer Verhältnisse das der entscheidende Punkt gewesen. Also was wir dann erlebt haben, dass immer nur noch eine Meinung Gültigkeit hatte, jede Kritik ausgeblendet wurde, sogar diffamiert oder verfolgt wurde, war in einem Maße undemokratisch oder hat die demokratischen Verhältnisse aufgelöst, sodass man wirklich annehmen musste, hier spielt nicht nur eine Infektionsangst oder das Bemühen um Gesundheit eine Rolle, sondern hier wird ein irgendwie politischer Wille durchgesetzt. Und was macht das dann jetzt auf die Psyche bezogen, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin da oder ja, die meisten Menschen waren ja ständig in irgendeiner Angst, ja, egal vor was. Was macht das? Macht das zum Beispiel das, dass man sich auch mal von sich wirklich entfernt und abtrennt? Oder Ja. wie siehst du das? Das ist praktisch das Hauptanliegen meiner Untersuchungen und aus den auch therapeutischen Erfahrungen gewesen. Was macht das? Also, und es wurde sehr bald klar, dass die reale Angst, also vor einem Virus, vor einer Infektion, vor einer Erkrankung, vor dem Tod, nicht mehr der Realität entsprach. Also praktisch mehr Daten hatte. Aber in den Menschen waren eine Vielfalt von Ängsten aktiviert. Also sagen wir mal, die politisch geschürte Panik bezogen auf ein Virus hat bei fast allen anderen Menschen oder allen Menschen Ängste aktiviert, Ängste getriggert, die in ihnen abgelagert sind, oft auch in der unbewussten Tiefe schlummern, weil sie kompensiert sind durch die äußeren Bemühungen und Anstrengungen und Ablenkungen. Und das war jetzt in dem Falle nicht mehr so möglich. Also auch vor allen Dingen die äußeren Ablenkungen, Animationen und Begegnungen und war alles eingeschränkt. Die ja. Menschen waren auf sich geworfen, oft eingesperrt durch die Lockdowns und die Kontaktverbote, sodass im Grunde ihre Möglichkeit, sich von den eigenen Verunsicherungen zu distanzieren, verringert worden war. Und das ist Gegenstand auch meiner Untersuchungen geworden, die ich dann in dem Buch Die Angstgesellschaft niedergeschrieben habe, dass ganz individuelle Ängste durch die allgemeinen Infektionsängste aktiviert wurden. Also Ängste, die wir alle mehr oder weniger haben. Also bin ich gut genug? Lebe ich mein Leben richtig? Bin ich genug erfolgreich? Kann ich mich behaupten und durchsetzen? Bin ich kreativ genug? Also all die Unsicherheiten, die Menschen in sich tragen und ihrer frühen Entwicklungsbedingungen, die sind wieder aktiviert worden. Die sind praktisch wund geworden. Und das hat dazu beigetragen, dass der Zustand, also immer gehässiger, immer hastiger
voller geworden ist. Und dafür habe ich aus meiner Erfahrung eine psychodynamische Erklärung, die darin besteht, dass die frühe Entfremdung, die die meisten Menschen erfahren in ihrer Kindheit, dass sie nicht in der Weise angenommen, bestätigt, gefördert werden, wie sie es individuell gebraucht hätten, sondern die meisten Menschen mussten schon als Kinder herausfinden, wie sie sein sollen, um die Erwartungen ihrer Eltern, der Erzieher, der Lehrer, der Gesellschaft zu erfüllen. Und das bedeutet eine Entfremdung der meisten Menschen von sich selbst, die nicht mehr genau wissen, wer sie wirklich sind, was sie wirklich wollen, weil sie lernen mussten, herauszufinden, was sie sollen. Und um dann wenigstens Bestätigung zu bekommen. Und diese Verunsicherung, die ist jetzt wieder, sag mal, wund geworden, weil mit der bisherigen Anpassung an das richtige Verhalten in den Lockdown-Maßnahmen, den eingeschränkten Verhaltensmaßnahmen, das nicht mehr so funktioniert hat. Und wenn Menschen eine solche Entfremdung erleiden, also nicht sich selbst entfalten können, sondern das lernen müssen, was sie sollen, ist das immer mit einem Gefühlsstau verbunden. Das ist ja der Begriff, den ich mal geprägt habe. Genau, Weil das ist natürlich empörend, das ist schmerzlich, das ist bitter, das ist traurig. Aber diese Gefühle, die damit verbunden sind, das ist ja ein längerer Entwicklungsprozess, werden in aller Regel nicht zum Ausdruck gebracht. Die dürfen auch nicht zum Ausdruck. Man darf nicht protestieren. Ja, man wird dann sehr schnell wieder eingeschüchtert. Und das führt dazu, dass diese mit der Entfremdung verbundenen Gefühle nicht gelebt werden, sondern aufgestaut. Das ist ja einer der Gründe, weshalb Menschen krank werden. Deshalb kann der Psychotherapeut dazu etwas sagen. Der Gefühlsstau macht krank oder aber er macht böse, sage ich mal so. Also wenn man dann in die Krise kommt, dass die bisherige Anpassung nicht mehr so funktioniert, dann sucht man nach Schuldigen. Denn ansonsten müsste man ja feststellen, ich habe falsch gelebt, ich bin von mir selbst entfremdet und das funktioniert jetzt nicht mehr. Und diese Kraft, diesen Mut haben sehr wenige Menschen. Ja. Also suchen sie Schuldige. Und das ist dann sehr schnell passiert. Also zum Beispiel, was die Ungeimpften dann abbekommen haben an Abwertung, an Bedrohung, also es waren ja praktisch wirklich die absoluten Außenseiter, die Schuld hätten an der ganzen Misere und so weiter. Also, dass ein solcher Hass, eine solche Spaltung in der Gesellschaft entstehen konnte, verstehe ich als Symptom des jetzt sich entladenden Gefühlsstaus in der gesellschaftlichen Krise. Genau darauf möchte ich nachher noch tiefer eingehen, weil das ist nämlich wirklich auch das, was ich glaube, dass das dort in die Ursache reingehen. Aber zunächst nochmals die Frage, ist es denn so, dass solche Maßnahmen immer dramatisierend wirken? Kann man das so sagen? Oder ist das eigentlich nicht immer der Fall? Wie würdest du das einschätzen? Oder nehmen wir es bewusst gar nicht mehr wahr? Das muss nicht der Fall sein. Das ist eine Frage der Darstellung. Und wenn ich mich erinnere an das, was wir erlebt haben, dann gab es eine ständige Wiederholung von schrecklichen Inhalten. Also es wurden Massengräber gezeigt, es wurden Berge von Särgen gezeigt, wurden überfüllte Intensivstationen gezeigt mit schrecklichen Bildern. Also diese permanente Wiederholung einer Gefahr in Wort und Bild, das hat natürlich dazu geführt, dass es besonders gewirkt hat. Das heißt, es muss nicht so sein, sondern das ist im Wesentlichen, nach meiner Einschätzung, eine Schuld der Politik und der Medien,
die dieses mitgemacht haben, die nicht das relativiert haben, die das nicht kritisiert haben, die das nicht in Frage gestellt haben, die nicht hinterfragt haben. Also was wir später erfahren haben, wo kamen denn die Särge aus Pergamo her? Ja, oder die Massengräber, die man gezeigt hat in New York oder so. Was waren das für Tote? Na, es wurde so getan, dass das sind jetzt die Infektionstoten durch Covid und so weiter. Und das ist medial eher geschürt worden und nicht hinterfragt worden. Also die mediale Darstellung einer potenziellen Gefahr, und die Übertreibung dieser Gefahr halte ich für eine wesentliche Schuld, der Medienlandschaft. Genau, und das hat dann auch zur Traumatisierung geführt, logischerweise. Das ist immer wieder zu hören und zu sehen. Wie verhält sich das denn jetzt bei Kindern? Bei Erwachsenen, die haben eine ganz andere Wahrnehmung. Kinder sind ja noch viel offener, die haben ein anderes Zeitverständnis. Sie haben nicht die Möglichkeit, diese Dinge kognitiv so zu verarbeiten, wie wir das vielleicht können. Wie wirkt sich das auf eine Kinderpsyche aus? Solche Bilder, solche Informationen, so eine Schuldübertragung. Und hier eine kurze Unterbrechung. Weißt du eigentlich, dass wir seit bald 20 Jahren das ultimativ transformierende Bewusstseinstraining Free Spirit anbieten? Ja, tausende glückliche Teilnehmer bestätigen die tiefgehende und nachhaltige Wirksamkeit der von uns über Jahrzehnte entwickelten Methode. Entdecke gemeinsam mit uns und vielen Gleichgesinnten die unglaublichen Möglichkeiten deines Bewusstseins und lerne, wie du dein Traumleben ganz konkret erschaffen kannst. Genau, lerne, wie du sämtliche Blockaden, alte Muster und selbst tiefste Traumata integrieren und wieder so richtig frei werden kannst. Informiere dich jetzt oder gleich nach dieser Sendung unter www.freespiritinfo.com. Wie verhält sich das denn jetzt bei Kindern? Bei Erwachsenen, die haben eine ganz andere Wahrnehmung. Kinder sind ja noch viel offener, die haben ein anderes Zeitverständnis. Sie haben nicht die Möglichkeit, diese Dinge kognitiv so zu verarbeiten, wie wir das vielleicht können. Wie wirkt sich das auf eine Kinderpsyche aus? Solche Bilder, solche Informationen, so eine Schuldübertragung. Also Kinder sind in vielfacher Hinsicht besonders Opfer dieser Pandemie-Politik gewesen, dieser Maßnahmen gewesen. Also ich finde, im Umfang muss man schon von einer strafrechtlich relevanten Kindeswohlgefährdung sprechen, und zwar in jeder Hinsicht. Also die Kinder sind permanent auch geängstigt und eingeschüchtert worden. Und wie du eben auch schon gesagt hast, sind noch nicht in der Lage, das vielleicht kognitiv zu relativieren und selber eine Meinung zu bilden. Sie sind ja im Wesentlichen abhängig von dem, was sie vermittelt bekommen. Und dann sind sie zusätzlich ja extrem geschädigt worden durch die Verpflichtung, eine Maske zu tragen, durch die Distanzregel. Ich habe mal formuliert, bezogen auch auf alte Menschen, soziale Distanz tötet. Das hat man ja dann erlebt, ne, das in den Altersheimen. Aber für Kinder ist das genauso. Es ist vielleicht noch nicht tödlich, aber es ist eine wesentliche Behinderung ihrer Entwicklung. Kinder brauchen Kontakt, sie müssen Körperkontakt haben, sie müssen sich sehen, sie müssen sich anfassen, sie müssen spielen können. Und all das ist durch die Maßnahmen behindert und nahezu als bedrohlich dargestellt worden, sodass eine erhebliche Einschüchterung der Kinder erfolgt ist. Und wie wir mittlerweile wissen, hat das ja erhebliche Folgen. Die psychischen Symptome, die Erkrankungen von Kindern haben erheblich zugenommen. Es gibt also bereits Statistiken, die sind erschreckend, was eben die Folgen sind dieser politischen Maßnahmen. Also Kinder sind in besonderer Weise Betroffene, sind Opfer, und ist ihnen wirklich, wirklich schweres Unrecht geschehen. Vielleicht noch, was mir gerade einfällt dazu, dass man oft gesagt hat, den Kindern, also sie sollen sich von ihren Eltern, Großeltern, vor allem
anhalten. Sie könnten schuld sein am Tode der Großeltern, wenn sie praktisch die Infektion übertragen. Also so etwas Unmenschliches gegenüber Kindern habe ich in meinem Leben sonst noch nicht erleben müssen. Das ist also wirklich, ich hoffe, dass es da nochmal eine strafrechtliche Aufarbeitung gibt der Verantwortlichen für eine solche kinderfeindliche Politik. Ja, es ist wirklich schrecklich, was da gemacht wurde. Und wie gesagt, wir sehen es dann wahrscheinlich schon bald, die Auswirkungen davon. Was würdest du sagen, geht es da in Entwicklungsstörungen rein, Beziehungsthematik wahrscheinlich, oder? Ja, ganz bestimmt, ja. Also es gibt jetzt schon nachweisliche Einschränkungen der Entwicklung, der Bildung, der Ausbildung, aber eben auch jetzt der Einschüchterung, der Ängstigung, wenn ich auch bedenke, dass das wieder auch Gefühle auslöst, die nicht gelebt werden konnten, ist ja nochmal eine besondere Zuspitzung eines Gefühlsstaus zu erwarten. Und da kann man, da das über längere Zeit, also 2, 3 Jahre ging, und nicht wirklich, sagen wir, therapeutisch sinnvoll begleitet wurde, muss man rechnen, dass es eine schwerwiegende Persönlichkeitsbeeinträchtigung gibt, die sich später zunehmend auch in psychischen und psychosomatischen Erkrankungen ausdrücken wird und im sozialen Fehlverhalten, also in wachsender Gewalt zum Beispiel. Also das ist sehr zu befürchten. Ich glaube, da werden wir sehr viel Arbeit haben, das halbwegs wieder, sag mal, regulieren zu können. Ja, das denke ich auch. Würdest du sagen, dass Dramatisierungen, die passieren, also so neue Dramatisierungen, immer auch alte, unverarbeitete Trauma, das reaktivieren? Ist das immer der Fall? Oder? Das kann man so sagen, genau. Dass wenn Menschen eine Traumatisierung in sich tragen, und das ist sozusagen ja die Erkenntnis auch meiner Arbeit, dass sehr viele Menschen eine Frühtraumatisierung haben, in dem schon beschriebenen Sinne der frühen Entfremdung. Also das sieht erstmal nicht traumatisierend aus, wenn Kinder, sag mal, brav sind, so, dein Verhalten ist in Ordnung, ist lieb, dann finden wir das gut. Und sie wissen noch gar nicht, dass sie dadurch, durch diese Manipulation im Grunde genommen entfremdet werden. Das ist natürlich eine Sache, die erst oft später, als Erwachsener, wenn man dann merkt, dass man eigentlich mit seinem Leben nicht wirklich glücklich wird, nicht zufrieden ist, sich fragt, ja, war es denn das schon und was habe ich denn verpasst oder was fehlt mir noch? Erst dann wird dieses spürbar. Und wenn heute solche Belastung, traumatisierenden Belastungen, solche Einschüchterungen, wie wir sie erlebt haben oder hinnehmen mussten, kommen, dann werden diese frühen traumatischen Erfahrungen natürlich wieder verstärkt. Das macht die Menschen verrückt. Ich habe ja auch gesprochen, dass wir nahezu eine Massenhysterie, eine Massenpsychose fast sehen mussten, also eine Massenpsychose in dem Sinne. Ich bin als Psychiater eher vorsichtig mit solchen diagnostischen Einschränkungen. Aber das hat eine gewisse Rolle gespielt in dem Sinne, wie die Angst dominiert hat im Menschen, die sich dann auch mitunter wirklich gescheut haben, sich zu begegnen. Sie haben tatsächlich geglaubt, der andere ist ein Gefährder oder man ist selbst, muss sich selbst so verhalten. Also das und die damit verbundene Realitätsverzerrung, die ist ja typisch für so eine schwere psychische Fehlentwicklung, ja, dass man Angst getriggert nicht mehr in der Lage ist, die Realität auch realitätsgerecht zu nehmen, sondern immer jetzt, wie man sich am besten
schützen oder retten kann. Und da kann man ja wirklich sagen, Angst schränkt ein, also mal zugespitzt, Angst macht dumm. Mhm. Ja? Man verliert die Möglichkeit einer vernünftigen Relativierung, mhm. einer Einschätzung der Wirklichkeit und so weiter. Also ja, ein solcher verstärkender Zusammenhang ist leider meistens gegeben. Ja, und wie du sagst, es ist ja spannend, dass gerade Angst engt uns ja ein, unsere Wahrnehmung schrumpft, aber dennoch sind ja viele, oder ich würde sogar sagen, die meisten Menschen irgendwo traumatisiert, vielleicht leichter, die anderen ein bisschen schwerer. Wenn man aber dann eben ja da drin steckt, merkt man es ja selber, oft ja dann gar nicht mehr. Kannst du aber typische Symptome vielleicht ein paar aufzählen, wie man bemerken könnte, dass man selber getriggert ist, dass man selber wirklich gerade eigentlich in einem Trauma drin ist oder aufgrund dessen reagiert? Ja, du hast jetzt erstmal richtig gesagt, die Wertigkeit ist unterschiedlich. Ne? Also eine schwere Traumatisierung, das, was allgemein so auch als wirklich Trauma, also ein Unfall, eine Straftat, eine schwerste Einschränkung, Einengung, Bedrohung, Verletzung und so weiter. Ja, da wissen wir, dass da wissen wir's, ja. diese Menschen natürlich auch spezifische Symptome haben, die mit Einschränkung ihrer sozialen Kompetenz, mit Schlafstörungen, mit Kopfschmerzen, mit Ängsten, mit den Flashbacks, also dass man immer wieder solche Erinnerungen hat an das Trauma. Gut, also dafür gibt es auch eine spezielle, also traumatherapeutische Chance. Und diese Erkrankung wird auch wahrgenommen. Also ja. Die Menschen leiden wirklich schwer darunter. So, wenn man das abgrenzt zu den weniger offensichtlich Traumatisierten, wo man auch gar nicht ein wesentliches Trauma findet, sondern eben eine chronische Traumatisierung in Form der Lieblosigkeit oder der Beziehungs Einschränkung oder also dass Mutter und Vater nicht in der Weise zur Verfügung standen, wie es für eine gesunde Entwicklung richtig gut gewesen wäre, was ich also mit den Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen ja ausführlich auch beschreibe. Also solche Menschen wissen oft nicht, dass sie eine solche chronische Traumatisierung erlitten haben, weil sie sich dann dem angepasst haben, was von ihnen erwartet wird. Also dann nehmen sie nicht mehr wahr, was sie eigentlich an individuellen Möglichkeiten und Chancen verloren haben, sondern haben das übernommen, was eben, ich sag mal, Mutter und Vater, Schule, Gesellschaft von ihnen erwartet. Und damit kann man lange Zeit ziemlich erfolgreich sein. Na, wenn man richtig angepasst ist, auch an abnorme soziale Werte, kann man anerkannt werden und kann man später dann in der Gesellschaft sogar reich werden oder Karriere machen. Ja. Das heißt also, die meisten Menschen mit einer solchen chronischen Entfremdung, chronischen Traumatisierung, wissen zunächst gar nicht, dass sie eine solche Fehlentwicklung, dass sie im falschen Leben sich befinden. Und dann kann man sagen, daran können sie nach Jahren oder Jahrzehnten krank werden. Das sage ich jetzt mal, ohne das zynisch zu meinen, Gott sei Dank werden Menschen krank, weil sie dann noch mal eine Chance haben, vor ihrem Tod mitzukriegen. Da habe ich was falsch gemacht, da habe ich mich geirrt. Da muss ich noch was korrigieren. Oder aber wenn praktisch die Anpassung jetzt an die bisherigen Verhältnisse nicht mehr funktioniert. Und das ist der Zustand, in dem wir uns gerade befinden, dass die Anpassung an, sagen wir, das jetzt in meiner Sprache, das ein finanzkapitalistisches System, also immer konkurrieren, immer stark sein, immer gut drauf sein, immer jugendlich sein,
letztlich unmenschlich, den Profit, den Erfolg, den äußeren Erfolg in den Mittelpunkt zu stellen. Man glaubt dann, das ist das richtige Leben. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn jetzt viele merken, sie sind mit dieser Anpassung nicht mehr so erfolgreich wie bisher, dann kommen sie in die Krise. Und dann müssten sie eigentlich erkennen, mein Gott, wie habe ich nur gelebt? Das war doch falsch. Oder ich habe mich geirrt. Oder ich bin eben in eine falsche Bahn gedrängt worden. Und dazu haben die meisten Menschen die Kraft nicht oder den Mut nicht. Das ist zu bitter, wenn man dann sagt, das ganze Leben war irgendwie falsch gelebt. Und dann fangen sie an, dafür Schuldige zu suchen. Okay. Und dort beginnt dann die Spaltungstendenzen. Der andere ist schuld. Man projiziert dann im Grunde genommen das eigene Fehlverhalten und die Fehlentwicklung auf andere, die jetzt praktisch eigentlich die Schuld tragen sollen. Das kann man ganz simpel auch schon in Partnerschaften sehen. Ne? Ein Paar, das eine Zeit gut lebt, aber sich dann entfremdet voneinander, da passiert es doch häufig, dass man sagt, du bist schuld, der andere. Ne? Nicht, tut mir leid, ich habe mich geirrt oder das und das habe ich falsch gemacht, ich bitte um Entschuldigung oder so. Das ist eher selten. Ja. Und dieses Prinzip der verweigerten Selbsterkenntnis mit der Tendenz dann zu projizieren, das eigene Fehlverhalten dem anderen zuzuschieben, das ist leider weit verbreitet. So entstehen Sündenböcke, Feindbilder. Das haben wir im Moment ja auch wieder. Jetzt sind die, also in der Pandemie waren es die Ungeimpften. Und dann geht es weiter, das sind die sogenannten Klimaleugner oder die Russenversteher sind jetzt schuld. Damit übersieht man im Grunde genommen die umfassenden, tiefgehenden, systemischen Ursachen praktisch auch dieser gesellschaftlichen Krise oder des Krieges. Ja. Es ist sehr schade, weil ja, es wäre ja eigentlich eine Möglichkeit zur Veränderung. Es wäre Krise als Chance, oder? Du sagst jetzt, du fühlst es eher, dass die meisten das eben nicht schaffen, das nicht aushalten, dass sich so zu reflektieren, zu sagen, okay, bis hierher habe ich mich irgendwie verstellt, ich könnte jetzt einen Neuanfang starten. Was würdest du dann sagen, erwartet uns denn jetzt in der nächsten Zukunft, wenn wir wissen, okay, da lief jetzt diese Traumatisierung, die meisten Menschen sind aber nicht offen oder haben vielleicht diese Resilienz auch nicht, sich hinzusetzen, mal zu schauen, okay, da ist was schiefgelaufen bei mir, ich verändere mich. Kann man das überhaupt noch abschätzen, was da auf uns zukommt? Also ich fürchte, es kommen wirklich schlimme Sachen auf uns zu, die ich schon darin sehe oder erlebe, dass es eine für mich bisher unvorstellbare neue Kriegsbegeisterung in Deutschland gibt. Also wie es sein kann, dass Politiker und offensichtlich viele Menschen, es gibt für mich bisher noch keine erkennbaren Statistiken, wie viel in der Bevölkerung, aber offensichtlich ist ja der Aufschrei nicht so groß und die große Friedensdemo, die wir jetzt in Berlin hatten von Schwarzer und Wagenknecht, die ist ja auch sehr stark diffamiert worden. Aber offensichtlich gibt es den Wunsch noch, aber offensichtlich die reale Politik setzt sich durch und der Schrei Waffen, 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 Waffen und es wird übersehen dabei, wer nach Waffen schreit, ruft nach Tod und Töten. Was anderes kann es ja nicht sein. Also je mehr Waffen eingesetzt werden oder wenn gesagt wird, die Ukraine darf nicht verlieren, das kann ein Politiker irgendwo in Deutschland oder in Europa so lässig sagen, als politisches Interesse, als ideologischem Interesse. Aber wer das sagt, sagt, ich bin einverstanden, dass getötet wird. Mhm. Also je länger der Krieg dauert und unterstützt wird, desto mehr Verluste hat es, desto mehr Zerstörung hat es, desto mehr Verbrechen hat es. Also
Und dass das in Deutschland nochmal so möglich wird, nachdem also jetzt 80 Jahre nie wieder Krieg, keine Waffen in Krisengebiete, ja, das ist plötzlich von heute auf morgen verloren, weg. Ja, ich verstehe das auch nicht. Hat das denn einen Zusammenhang vielleicht mit dem Schulthema überhaupt bei euch? Dass dort irgendwie eine Verlinkung stattfindet, dass man dann das alles ausblendet, weil man eben eigentlich reagiert nur noch? Ja, wo das oft auch so ein Narrativ ist mit der Schuld. Also ich bin noch im Krieg geboren, aber ich kann nicht sagen, dass ich mich schuldig fühle für meine Eltern. Ja. Ja. Die zwar keine Nazis waren, aber immerhin in dem System irgendwie aktiv gelebt haben oder so. Also ich bin vorsichtig mit dieser Einstellung, dass wir noch eine Schuld tragen. Wir tragen höchstens, also sag mal, keine reale Schuld an dem, was war. Wir tragen höchstens eine Schuld, wenn wir nicht die Zusammenhänge in meiner Sprache, die Psychodynamik verstehen, weshalb es zum Krieg gekommen ist, weshalb Deutsche in den Krieg gezogen sind, begeistert, weshalb Deutsche in der Lage waren, ein ganzes Volk, die Juden vernichten, zu vernichten. Wenn diese Psychodynamik nicht verstanden wird und aufgenommen wird, also als jetzt die Frage an mich, bin ich denn noch gefährdet, wovon wir gerade gesprochen haben, bin ich noch gefährdet, meine Fehler, Schwächen, Ängste zu projizieren, denn das ist ja praktisch der Grund, weshalb andere Menschen zu verfolgt werden, diffamiert werden, getötet werden. Das ist sicherlich ein Thema, das ist in Deutschland nie wirklich bearbeitet oder verstanden worden. Es ist immer nur ideologisch oder an der Oberfläche, ja. Solche Proklamationen, nie wieder. Ja, genau. Eben dieser Widerstand, es wurde einfach immer darüber geredet, man macht Filme darüber, man schreibt 1000 Mal in der Zeitung, wir wundern uns hier in der Schweiz immer wieder, das wird immer wieder aufgekocht, aber das heißt eben nicht, dass man es verarbeitet, oder? Genau. Ja. Und dann verarbeiten das, was man, also was man bei den Eltern oder dieser Generation, die wirklich real verantwortlich war für den Krieg, was man dann noch übernommen hat oder was einem beigebracht wurde an ähnlichen Störungen. Also diese Psychodynamik des Feindbilddenkens, des Sündenbocksuchens, des Extremismus letztlich, die in jedem von uns mehr oder weniger steckt oder stecken kann, als Folge eben einer ideologisierten oder früheren autoritären Erziehung und jetzt ideologisierten Erziehung, dass man dann der Meinung ist, nur ich, meine Partei, meine politische Überzeugung ist richtig und alle anderen sind falsch, sind Gegner, sind Bedroher, sind Gefährder. Das ist ja in der Pandemie so hochgekocht. Dort ist zum ersten Mal wieder deutlich geworden, dass dieser Mechanismus, ein extremistischer Mechanismus nicht wirklich verstanden wurde. Und das hat mich ja auch dahin geführt, mir über Demokratie nochmal ausführlicher Gedanken zu machen, mit dem Unterschied, der mir jetzt wichtig ist, zwischen einer äußeren Demokratie und einer innerseelischen Demokratie zu unterscheiden. Und diese Überlegungen resultieren aus einer zunächst bitteren Erfahrung, einer zunächst unverständlichen Erfahrung. Wie konnte es denn sein, dass ehemalige Nazis in Deutschland sofort wieder nach dem Krieg in der Bundesrepublik wieder Ämter hatten? Ja, also nur wenige wurden wirklich verfolgt und die meisten waren praktisch über Nacht sogenannte Demokraten. Ja? Das Ähnliches haben wir am Ende der DDR erlebt, dass die Parteibonzen und die Stasi-Leute
plötzlich auch über Nacht, jetzt waren sie Manager, waren sie Demokraten. Also wie geht das? Also es geht offensichtlich, dass man in einer äußeren, nur äußeren Demokratie proklamiert, ich bin ein Demokrat zum Beispiel. Ja? Man wechselt die Gesinnung praktisch wie ein Hemd, ja? Ja. Von einem Tag zum anderen. Und das kann natürlich nicht gut sein. Das funktioniert nur, wenn in einem sogenannten demokratischen Zusammenspiel tatsächliche Meinungsfreiheit und Pluralität geschützt und gewahrt bleiben. Dann in einem solchen System können auch wirklich Verbrecher, Kriminelle, psychisch Kranke, Auffällige ihr Leben leben, weil sie immer durch die demokratischen Verhältnisse begrenzt werden, eingeschränkt werden, relativiert werden. Also es gibt dann die Pluralität, sagt, also jeder hat seine Möglichkeiten, hat sein Recht und die Grenzen werden durch das Strafrecht oder sagen wir die Psychiatrie hergestellt. Und das war offensichtlich in Deutschland eine Zeit möglich, dass es wirkliche Meinungsfreiheit und Pluralität herrschte und so jeder irgendwie recht und schlecht leben konnte, ohne angefragt zu sein oder sich selbst zu prüfen, inwieweit bin ich denn wirklich Demokrat? Mhm. Und diesen Unterschied, dass man sich fragt, wer ist denn ein Demokrat? Ein Demokrat ist in meinen Augen nur ein Mensch, der weiß, wer er ist und wer er nicht ist, der seine Möglichkeiten, aber auch seine Begrenzung, seine Behinderung kennt, der seine Fehler und Schwächen kennt, der das nicht verbergen muss, wie es heute noch weit verbreitet ist. Und wer seine Grenzen und Fehler verbergen muss, der muss sie bei anderen denunzieren und verfolgen. Und das ist ja etwas, was ich auch mit der Wende von Ost nach West erlebt habe, ne, dass Menschen plötzlich, ne, jetzt verhalte ich mich anders, jetzt bin ich ein Demokrat und mache dann das, was jetzt der Westen gefordert hat, nämlich sich darstellen, sich behaupten, sich durchsetzen, besondere Leistungen auch gegen die eigenen Möglichkeiten zu entwickeln. Und sich so jetzt dem neuen System anzupassen, ohne zu reflektieren, wie gesund, wie ehrlich ist das. Ja. Diese Auseinandersetzung zwischen Ost und West, welche Eigenschaften im Westen waren gefordert und schlecht oder sind nicht ausgebildet worden und welche Eigenschaften im Osten waren gefordert und schlecht oder welche anderen sind nicht ausgebildet worden. Diese Auseinandersetzung hat es wieder nicht gegeben im Vereinigungsprozess. Sondern es war einfach nur, man muss sich jetzt so verhalten, wie man sich im Westen verhält. Also immer darstellen, immer gut drauf sein, immer stark sein, immer konkurrieren. Ja? Und damit ist ein Großteil wirklich menschlicher Werte verloren gegangen. Also einfach vor allem nie authentisch sein. Ja? Und da kommen wir, glaube ich, jetzt zum Gefühlsstau. Dieses Wort hast du ja geprägt, ja, und ich finde es sehr bezeichnend, weil wir müssen uns ja fragen, bei all diesen Symptomen, um was geht's? Was ist eigentlich die Ursache dafür, dass wir uns verstellen, dass wir uns nicht so zeigen, wie wir sind, dass wir nicht mal wissen, wer wir eigentlich sind? Und ich glaube, da liegt der Gefühlsstau zugrunde. Wie siehst du das? Ja, das sind zwei Dinge. Durch einen solchen störenden, hinderlichen, defizitären elterlichen Einfluss, in dem Sinne, dem Kind beibringen zu wollen, wie es sein soll. Ne, die Eltern vermitteln dem Kind, wie es sein soll. Entsteht etwas, was ich Entfremdung nenne. Solche Menschen wissen nicht mehr, wie sie wirklich sind oder sein könnten, sondern sie wissen nur, wie sie sein sollen, wie sie sein müssen und entwickeln im Grunde genommen das, was ihnen nahegelegt wird, was ihnen abverlangt wird. Und dieser Prozess, wie gesagt, hat vor allen Dingen insofern mit einem Gefühlsstau zu tun, weil
es erstens empörend ist, zu Recht aggressiv, wenn man nicht so verstanden, angenommen, bestätigt und geliebt wird, wie man es braucht. Also wird die damit verbundene Aggression darf nicht gelebt werden. Das Kind wird diszipliniert, sei nicht frech, sei lieb, falle nicht auf, halte dich zurück und so weiter. Also alles das, was ein gesunder Protest zum Ausdruck gebracht werden könnte, wird verhindert. Dann wird, es ist natürlich ein seelischer Schmerz, wenn Kinder erleben, ich bin nicht wirklich verstanden, nicht wirklich gewollt, nicht wirklich geliebt. Ich darf nicht so sein, wie ich möchte oder wie ich spüre, dass ich mich entfalten möchte. Das ist bitter, das ist schmerzlich. Auch dieser Schmerz darf nicht gelebt werden. Und dann spielt Trauer noch eine Rolle, weil auf diese Weise werden ja die Möglichkeiten, die Potenzen, die angelegt sind, nicht entfaltet. Das heißt, man verliert an Lebensmöglichkeiten. Ja, also wenn ich mal das Bild noch mal anders entwerfe, gute Eltern verstehe ich wie Gärtner einer jungen Pflanze, die dafür sorgen müssen, dass die Pflanze sich gut entfalten kann. Und das Gegenteil passiert. Also die Pflanze bekommt vielleicht Wasser und Düngemittel, ja, also die Kinder werden versorgt. Aber der Gärtner bestimmt, wie die Pflanze sich zu entfalten hat, dass es ja keinen Wildwuchs gibt oder ne, wird zurecht geschnitten und so weiter. Also so geschieht es eben auch den Menschen und mit den entsprechenden Gefühlen an unterdrückter oder nicht gelebter Aggression, seelischen Schmerz und Trauer. Und naja, das ist im Grunde genommen der Grund von dem wir leben, wir Psychotherapeuten, dass an dem Gefühlsstau Menschen krank werden. Ne, das ist ein ständiger Stress, der dann im Laufe der Zeit Symptome entwickeln lässt. Also psychische Unzufriedenheit, Ängste, Stresssymptome durch die nicht abgeführten Gefühle und damit die ganze Psychosomatik unterhält. Ja, und deswegen sage ich, der Gefühlsstau macht krank oder böse. Ne? Krank ist klar in dem Zusammenhang, aber böse auch, wenn man jetzt in der Anpassung, die man erlebt hat oder leben musste, nicht mehr erfolgreich ist, nicht mehr bestätigt wird, dann geschieht so eine Enttäuschung, die aber jetzt nicht realisiert wird als Folge einer falschen Anpassung. Und damit werden dann andere Menschen oder die Verhältnisse angeklagt, die jetzt Schuld haben, dass man nicht mehr klarkommt mit seiner Anpassung. Und das Verrückte dabei ist, wenn ich wieder mal, sag mal in der Partnerschaft, dass man dann, wenn man sagt, du bist schuld, oft auch etwas findet, dem anderen wirklich als Schuld zur Last gelegt werden. Und dann fühlt man sich, ja, ich habe doch recht, ne? Und merkt nicht, dass man das nur benutzt als Übertreibung der Begründung, dass der andere Schuld haben soll. So ist es dann in der Gesellschaft auch. Ne? Wenn ich mal so in der Geschichte denke, in Deutschland, seit Jahrzehnten kennen wir die Projektion von Schuld. Also es gab den Erzfeind, Frankreich zum Beispiel, ja, oder es gab den Klassenfeind, ne? Also in der DDR, jeder, der nicht für den Sozialismus war, ein Klassenfeind. Oder natürlich, es gab die Juden als angeblich Schuldige und so geht das weiter, dass eben jetzt sind die Russen wieder dran. Und meine Katze. deshalb ist die meine therapeutische Einstellung dazu, um wirklich solche gesellschaftlichen Gefahren und Fehlentwicklungen zu verringern oder gar zu verhindern, würde
voraussetzen, dass man die Kinder besser behandelt. Also das praktisch das Gegenteil, was jetzt passiert ist, dass eine besondere Traumatisierung der Kinder erfolgt. Aber unter guten Bedingungen wäre dafür zu sorgen, dass die Kinder eben optimal betreut werden. Also dass sie gute mütterliche und väterliche Beziehungsangebote bekommen. Keine zu frühe Fremdbetreuung, keine zu frühe Trennung von Mutter und Kind. Dass die Eltern in ihrer Fähigkeit, Eltern zu sein, unterstützt werden. Sowohl materiell, finanziell, aber auch psychologisch. Viele Menschen wissen gar nicht, wie sie als Mutter oder Vater gut sein könnten. Es gehört mit zu meinen zu tragischen Erfahrungen, wenn Eltern dann feststellen, ach, ich habe eigentlich nur das Beste gewollt. Auch in wirklicher Überzeugung, dass aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Das stimmt auch. Die wussten es nicht besser. Ja, sie sind bewusst. Und dann feststellen oder das Kind ihnen sagt, das war für mich aber gar nicht das Beste, sondern schlimm. Ja. Also das sind dann ganz, ganz tragische Erkenntnisse, die man machen muss. Und da wäre im Grunde genommen eine Sozialpolitik anzusetzen, die Eltern hilft, also gut und gerne bei ihren Kindern zu sein und also materiell und sie psychologisch so fördert, dass sie auch gut Mutter und Vater sein können. Das wäre das Schönste, ja. Das finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Danke, dass du das angesprochen hast mit der Kindergeschichte. Gibt es noch andere Tipps, die du uns geben kannst? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen, einerseits uns selber, aber auch die anderen Menschen, diese Gefühlsstaus zu lösen, dass wir da wieder mehr in den Fluss kommen? Naja, ich habe ja auch den Begriff Beziehungskultur gefunden, der davon ausgeht, dass wir eben unsere Beziehungen, die wir haben, in einer bestimmten Weise kultivieren lernen sollten. Und das will ich mal so sagen, das hat mehrere Möglichkeiten, die man üben und erlernen kann, verstehen kann. Also wenn man zueinander spricht oder sich verwickelt in Konflikte, ist ein Grundsatz, ich bin immer auch das Problem. Nicht du bist schuld. Ne? Also ich bin immer auch das Problem. Der andere kann natürlich oder ist natürlich auch das Problem. Aber das bringt mir nichts, wenn ich praktisch gleich mit dem Finger auf den anderen zeige, sondern erstmal bei mir anfange, ich bin auch das Problem, und dann anfange darüber zu reflektieren, worin besteht denn das Problem. Mhm. Und da gibt es praktisch eine Kommunikationskultur, die zum Beispiel Michael Lukas Möller in den Zwiegesprächen mal entwickelt hat, gerade in der Paartherapie, dass man lernen kann, in einer bestimmten Qualität zu kommunizieren, die darin besteht, ist ein Dialog, der davon ausgeht, dass jeder nur von sich spricht. Mhm. Es wird also nicht mehr über den anderen oder über etwas Äußeres gesprochen, also nicht über Fußball, Alkohol oder Wetter oder so, sondern nur von sich. Also mir geht es so, ich wünsche, ich fürchte, ich habe die und die Gedanken. Und auf diese Weise hat man zweimal Gewinn. Der eine Gewinn ist, ich kann mich endlich mal so mitteilen, wie es mir wirklich ist. Ich kann das üben. Ich muss ja nicht irgendwie schlau daherreden, sondern ich fange an, mich selbst zu reflektieren. Und es ist ausgemacht, dass der andere mir erstmal zuhört, wechselseitig dialogisch, ohne dass das bewertet wird. Das ist das Regelwerk. Es wird nicht kritisiert, es wird nicht verhöhnt, es wird nicht bestraft, es wird nicht bewertet. Ja? Und auf diese Weise hat man eben zweierlei Gewinn. Einmal, dass man sich mitteilen kann, das Gefühl hat, ich werde endlich mal gehört, empfangen von anderen und ich kann den anderen empfangen und verstehen. Und diese Art der Kommunikation bedeutet Beziehungskultur in dem Sinne, dass man sich kennenlernt,
das Gefühl hat, ich kann mich mitteilen und werde dafür nicht irgendwie negativ eingeschätzt und ich kann den anderen verstehen. Sodass man muss nicht dabei einer Meinung sein. Kann durchaus unterschiedliche Meinung sein, aber man versteht, ich bin so, weil ich das und die Hintergrund, die Geschichte habe und ich verstehe dich, der du anders bist, weil du die und die Geschichte hast. Also kann man also auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein und sich trotzdem mögen oder zumindest verstehen. Ja? Also das ist das, was wir alle üben können. Oh ja. Und als Therapeut kann ich dazu sagen, ich weiß, dass wenn es gelingt, dass Menschen diese Offenheit für sich finden und die Möglichkeit sozusagen gestalten mit anderen Menschen, es genügt ja oft, wenn es ein, zwei Menschen sind, mit denen man so reden kann, dass das mehr seelische Stabilität gibt, als wenn man irgendwas im Außen wieder erreicht hat. Also, ne, also etwas einen materiellen Zugewinn hat. Hier geht es um den menschlichen Zugewinn, um den Zugewinn an eben Beziehung, an Beziehungserfahrung, an verstanden werden, an empfangen werden und an andere verstehen. Na, dass ich auch jemand, der ganz anders ist als ich oder so, anders denkt, dass ich die Gelegenheit habe zu verstehen, warum ist denn der Mensch so anders? Ja, also das ist wirklich etwas, was ich nur empfehlen kann. Mag kommen, was will, diese Chance bleibt uns. Ja. Ja, das sind sehr schöne Hinweise, wichtige Hinweise von dir, danke. Ja, ich kann das nur bestätigen. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, wenn man das macht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das überhaupt jetzt mal anfangen in dieser Zeit. Ja. Ja, sehr schön, lieber Hans-Joachim. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs und da haben wir unsere Satzanfänge vorbereitet. Bist du bereit, diese ganz spontan zu vervollständigen? Ja. Bevor es gleich weitergeht, hier eine kurze Information für dich. Wir empfehlen dir von ganzem Herzen unseren Bewusstseinsflug. Für noch mehr Informationen weit jenseits des Mainstreams. Hier findest du eine Fülle an wissenswerten Informationen rund um die Themen Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Tausende Beiträge, Vorträge, Interviews, Texte, Videos und Q&As. Hole dir jetzt oder zumindest gleich nach dieser Sendung dein 3 Monate Testabo und werde Teil unserer Bewusstseins-Community. Genau, wenn du bereit für echten Tiefgang bist, dann bist du bei uns goldrichtig. www.bewusstsein-vlog.com. Wir freuen uns auf dich. Sehr schön, lieber Hans-Joachim. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs und da haben wir unsere Satzanfänge vorbereitet. Bist du bereit, diese ganz spontan zu vervollständigen? Ja. Der erste lautet: Krisen sind. Ich habe nicht genau verstanden. Krisen? Krisen sind. Krisen sind als Hilfe zur Erkenntnis und Entwicklung. Für die Konfliktlösung brauchen wir Verständigung, Beziehungskultur. ein Trauma ist. Eine seelische Verletzung, die ich erleiden muss, die mir beigebracht wurde und die behandelt werden sollte. Innere Stärke bedeutet, Dass ich gut weiß, wer ich bin, was ich will, was ich kann und wer ich nicht bin. Also, dass ich wirklich meine Identität erlebe. die Menschen sind. Ach ja, das sind lieb, sehnsüchtig und gefährlich. Das Leben ist.
Schön. Ich bin ein liebender Mensch. Ich wünschte, ich könnte die Welt verändern. Ich würde niemals meine Würde aufgeben wollen. Für die Zukunft wünsche ich mir Frieden. Liebe ist dafür zu sorgen, dass es dem anderen gut geht. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, noch eine Botschaft an die ganze Menschheit zu richten, welche wäre das? In Frieden zu leben und die Voraussetzungen zu verstehen, die man für Friedensfähigkeit braucht. Friedensfähigkeit ist auch innere Demokratie, innerseelische Demokratie. Das ist meine große Sehnsucht, dass das eine Chance hätte. Ja, ich glaube, das fühlen ganz viele Menschen. Ja. Vielen Dank für deine Worte und diese spannenden Zusammenhänge und überhaupt für deine Arbeit. Ich finde es so wertvoll, dass du immer wieder rausgehst und die Menschen aufklärst und sie anregst zu reflektieren. Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch. Danke. Danke für das Gespräch. Ja. Liebe Zuschauer zu Hause, auch euch herzlichen Dank einmal mehr fürs Dabeisein, für eure Aufmerksamkeit. Und bitte teilt auch diesen Beitrag mit euren Lieben, verteilt diese Informationen mit so vielen Menschen wie nur möglich, damit wir sie unterstützen können, auch in die Selbstreflexion zu gehen und wieder psychisch stabil zu werden und ganz und heil zu werden. Vielen Dank für eure Unterstützung und danke auch, dass ihr unsere Beiträge auf Social-Media-Plattformen immer wieder teilt. Und natürlich sind wir auch sehr dankbar über eure Spenden, die ihr uns immer wieder zukommen lasst, über unseren Spende-Button auf www.freespirit-tv.ch. Vielen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Free Spirit TV, der Sender jenseits des Mainstreams.